Besonderen Auftrieb erhielt der Bochumer Sport durch die Ruhrlandhalle, die nach einer Bauzeit von 40 Monaten am 18. Juli bei brütender Hitze durch Oberbürgermeister Heinemann ihrer Bestimmung übergeben wurde. Die Ruhrlandhalle erkläre ich hiermit für eröffnet und übergebe sie der Bochumer Bürgerschaft. In einem Non-Stop-Programm, angefangen von der Gymnastik Mutter und Kind bis zum Hallenhandball, zeigte der Zwecksportverband einen Querschnitt seiner Arbeit und demonstrierte dabei zugleich die vielfältigen sportlichen Verwendungsmöglichkeiten dieser Halle. Nachdem die hallenlose Zeit vorüber ist, können jetzt auch internationale Veranstaltungen nach Bochum geholt werden. Wie der vom tunesischen Botschafter eröffnete Boxkampf Tunesien gegen Nordrhein-Westfalen. Bei gesellschaftlichen Ereignissen hat die Ruhrlandhalle ihre Bewährungsprobe bestanden. Ganz gleich, ob es sich dabei um Bälle, Tanzturniere oder sonstige Veranstaltungen handelte. Einer der Höhepunkte des Jahres 1964 war das Gastspiel der Berliner Eisrevue vom 3. bis 11. November, die ein Programm mit internationalen Spitzenkräften brachte. Doch sehen Sie selbst.